Ja, hallo ihr Lieben, da bin ich auch wieder. Ich habe ja gestern erst das Video über die China Fully Fashion Stockings gemacht und habe mir gedacht, ja, ich lege mal direkt ein Video hinterher. Und zwar stelle ich euch heute eine Pole Dance Sandalette vor, solange ich so eine habe, weil die werde ich wohl in nächster Zeit weiterverkaufen. Ja, ich zeige euch den am besten mal. Über den reden wir heute. Den schauen wir uns heute mal genauer an. Und dafür würde ich sagen, hole ich erstmal die Kamera nach vorne. Ja, das sind die also dann aus der Nähe. Und ich würde sagen, wir fangen dann erstmal oben mit dem Verschluss an. Ja, da ist China zu übergegangen, das so zu regeln. Die werden halt einfach nur noch eingehakt. Es sieht aus halt wie ein normaler, üblicher Verschluss. Aber er wird nur eingehakt. Hier kann es manchmal zu Problemen kommen beim Öffnen, dass sich halt der Haken in dieser Öse verhakt. Und ja, da habt ihr dann so kleinere Probleme, den zu öffnen. Ist mir persönlich schon zweimal passiert. In letzter Zeit aber dann eigentlich überhaupt nicht mehr. Also ich persönlich finde es gut gemacht, diese Verschlussart. Habe allerdings auch schon von einigen gehört, die darüber gemeckert haben. Ja, dann kommen wir zur Fußschnalle. Die ist hier schön breit geraten, wohl extra für Herrenfüße. Das ist übrigens Größe 43, US 9, US 9 Herren. Ja, und ich denke mal, dass man bei dieser Sandalette für die größeren Größen die Schnalle extra etwas breiter gemacht hat, weil man davon ausgeht, dass diese großen Größen halt dann generell von Herren bestellt werden, da der Herrenfuß eigentlich generell breiter ist als der Damenfuß, dass man da halt dann keine Probleme hat, dass man da eventuell nicht reinkommt. Finde ich wichtig darauf hinzuweisen, weil es gibt natürlich auch Damen, die Größe 43 haben, zwar eher selten, aber es gibt sie, und dann könnte diese Schnalle deutlich zu weit sein. Da sollte man also auf jeden Fall beim Verkäufer vorher nachfragen. Ja, die Insole ist in Gold gehalten. Sehr schöner Kontrast zum ansonsten hauptsächlich schwarzen Schuh. Man hat hier im Innenbereich der Riemchen hat man Silber genommen. Verstehe ich persönlich jetzt nicht, weil ja, es gibt jetzt nicht irgendwie einen ganz besonderen Kontrast oder so. Verstehe ich nicht, warum man hier nicht auch Gold gewählt hat. Ja, nun gut. Kommen wir zum Absatz, der ist wirklich sehr schön schmal gehalten. Ich
findet man in letzter Zeit eher seltener. Und der Absatz, der ist 18 cm hoch. Ja, hier sieht man dann sehr gut, wie der Absatz verschraubt wurde. Auch vielleicht mal ganz interessant für den einen oder anderen zu sehen, wie wird denn überhaupt der Absatz angebracht. Ja, kommen wir zum Plateau. Die Höhe beträgt 6 cm. Das Plateau ist vorne abgeflacht zum besseren Abrollen. Ist eigentlich heutzutage generell üblich. Man findet eigentlich kaum noch Schuhe, wo das Plateau dann eben ist. Ja, zum Plexiglas, damit zur Unterseite, da findet man schöne Bällchen, die da eingebracht wurden. Für mich persönlich jetzt ein bisschen kitschig. Halt für den, der es mag. Ja, dann ist mir hier jetzt im Nachhinein erstmal bei einem Schuh aufgefallen, dass sich da zwei Bläschen drin befinden. Ich weiß jetzt nicht, ob man es erkennen kann. Ja, ich glaube so. Ist jetzt nicht unbedingt Qualitätsmangel, ist mir nur jetzt gerade aufgefallen. Ja, was mir persönlich jetzt nicht so gefällt, wäre dieses hier. Man sieht halt die Verschraubung vom Plateau, wie es angebracht worden ist. Hätte man vielleicht ein bisschen anders regeln können. Ja, ich war sowieso am Überlegen, diesen Clear-Bereich zu lackieren, auch in Schwarz zu lackieren. Mache ich aber nicht mehr, weil ich mich entschlossen habe, den jetzt demnächst zu verkaufen. Und ja, es ist immer besser, wenn man den im Originalzustand belässt. Ja, zum Material. Das Lackmaterial ist schön fest, da ist nichts wabbelig. Vernäht ist er sehr gut. Ja, jetzt wird es laut hier. Da gibt es also wirklich nichts bei dieser Sandalette zu beanstanden. Qualität ist also wirklich hervorragend. Ja, so bevor ich nun zum Fazit komme und ihr noch weitere Daten bekommt, werde ich erstmal wieder die Kamera umstellen. Ja, zu den weiteren Daten, und das wären halt die Farben. Der ist also erstmal in Schwarz zu bekommen, wie dieser hier. Dann bekommt ihr noch diese Sandalette in der Farbe Rot und in Weiß, das wäre es dann auch. Ja, zu den Größen. Bei diesem Anbieter habe ich die Größe 9, ist EU 43 bestellt, was hier US-Herrengrößenangaben sind, und ihr bekommt von 4,5 bis 9 US-Herren, wohlgemerkt. Ja, die sind immer noch zu bekommen, obwohl ich den schon gut, ja, ein Dreivierteljahr würde ich sagen, habe ich den jetzt hier. Der ist immer noch zu bekommen zum Preis von aktuell 27,74. Da werdet ihr sicherlich unterschiedliche Preise finden, müsst da ein bisschen gucken. Vielleicht bekommt er den sogar noch ein bisschen günstiger. Bei den einen oder anderen, der den halt im Ausverkauf hat, bei den gibt es halt schon eine ganze Weile, müsst ihr aber halt mal schauen. Ja, für mich hier versandkostenfrei, auch wichtig.
vergucken. Der eine oder andere nimmt halt Versandkosten, bietet den Schuh dann sehr günstig an, aber zusammengerechnet dann mit den Versandkosten wird er dann halt teurer als vielleicht beim anderen Anbieter, der keine Versandkosten verlangt, wo der Preis dann aber erstmal höher angesetzt ist. Müsste halt auch ein bisschen aufpassen. Alles ein bisschen dumme Bauernfängerei, würde ich mal so, ja, würde ich mal so sagen. Ja, zu der Lieferzeit werde ich jetzt nichts mehr sagen. Generell ist die Ware so in etwa 1 Monat bis spätestens 6 Wochen eigentlich im Ursprungsland und sollte dann noch ausgeliefert sein. Hier bei uns dauert es seit einiger Zeit deutlich länger. Wir warten teilweise 3, 4 Monate, jetzt zuletzt 4 Monate auf die Ware, bis die ankommt. Hat den Vorteil, wir bekommen den Kaufpreis erstattet, weil er halt nicht in dieser Frist geliefert wird. Und wenn die Ware dann halt außerhalb der Frist dann später noch eintrudelt, dann ist er halt für uns gratis. Das ist jetzt nicht unbedingt verwerflich, man muss das so sehen, man hat halt nur diese Garantiezeit, wenn die Ware innerhalb dieser meist 60 Tage ankommt. Und ist man außerhalb dieser 60 Tage Garantiezeit und man lässt sich darauf ein, wenn der Verkäufer einen halt bittet, da noch ein bisschen zu warten, man lässt sich darauf ein, dann hat man halt keinen Käuferschutz mehr und man bekommt, falls die Ware dann doch nicht kommt, halt sein Geld nicht mehr zurück. Also ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass ich euch darauf aufmerksam mache, weil mir ist es schon passiert, ich habe mich mal darauf eingelassen. Es waren jetzt, ich glaube, das waren Höschen, waren nicht so der hohe Betrag, aber habe mich halt darauf eingelassen, weil die Ware noch nicht da war, dass ich halt noch was warte, weil der Anbieter mir versprochen hatte, dann auf jeden Fall den Betrag zurückzuerstatten, wenn halt nach diesen, ich glaube, waren 2 Wochen, wo ich länger gewartet habe, die Ware dann immer noch nicht angekommen ist. Ja, da kam keinerlei Erstattung und ich werde mich auch sicherlich nicht mehr auf solche Spielereien einlassen. Vertrag ist Vertrag. Wenn hier 60 Tage Garantie geboten werden, die natürlich von AliExpress angeboten werden, aber die Verkäufer wissen das, ja, wissen auch, was sie sich darauf einlassen, dass wenn innerhalb dieser Frist die Ware nicht da ist, dass die Verkäufer halt den Kaufpreis erstatten müssen. Vertrag ist Vertrag, ist das gute Recht des Käufers auch darauf zu bestehen, dieses in Anspruch zu nehmen. Ja, so viel dazu. Jetzt vielleicht noch was in eigener Sache. Ich hatte eigentlich noch jede Menge High Heels aus China, die ich euch hier vorstellen wollte. Die musste ich leider verkaufen. Das war praktisch eine Blitzaktion, weil schnell Geld her musste, da mein Hund am 31.12.2018 verstorben ist. Und ja, wir brauchen halt das Geld für die Einäscherung. Ja, ich hätte gerne da noch schnell Videos jeweils zugemacht, aber da hat man halt dann wirklich keinen Nerv zu. Ja, ansonsten sieht es hier jetzt auch nicht rosig aus mit vielen, was ich noch hier hätte, was ich euch jetzt in nächster Zeit vorstellen könnte. Da muss ich mal gucken. Ich warte jetzt noch auf ein paar High Heels, die werden jetzt in den nächsten Tagen eintrudeln. Auch eine schöne Sandalette. Wo ich auch schon länger drauf am Warten bin. Ja, und sind sicherlich noch ein paar Nylons da, die ich euch vorstellen könnte. Das war's dann aber auch schon. Momentan mit neue Ware bestellen sieht auch nicht ganz so rosig aus.
Und deshalb bin ich auf eure Unterstützung angewiesen. Also wenn ihr möchtet, dass ich euch in Zukunft dann mehr vorstelle an China-Ware, dann benötige ich halt eure Unterstützung, und unterstützen könnt ihr mich, indem ihr auf der Kanal-Hauptseite rechts oben auf den PayPal-Spenden-Link klickt. Wenn ihr mir da eine Unterstützung hinterlassen wollt, kann ich euch versichern, die Beträge, die da ankommen, die werden nur für neue Ware benutzt, die dann in China bestellt werden und die ich euch hier auf meinem Kanal vorstellen werde. Da geht also nichts von irgendwie in den Bereich Kneipe fürs nächste Bier. Kann ich euch absolut versichern. Ja, so viel zu mir dann, zu dieser Pool, den Sandalette. Guter Schuh, günstig, Kaufempfehlung von mir. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und kann jetzt schon sagen, ja, mit dem nächsten Video wird wieder ein bisschen länger dauern. Ich hoffe, nicht zu lange. Werden wir mal schauen, was da zu machen ist. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.